Ich hatte schon in dem ersten Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ein Kapitel über die Liebe gemacht und den Eindruck, dass man das auf so wenigen Seiten nur sehr schlecht darstellen kann. Schon in dem ersten Buch habe ich mich mit einem Widerspruch beschäftigt, nämlich zwischen all den biologischen und biochemischen Erklärungen der Liebe auf der einen Seite und all den geisteswissenschaftlichen Erklärungen auf der anderen Seite. Ich wollte die Frage klären, ist Liebe ein biochemisches Phänomen oder ein kulturelles Konstrukt? Und wie könnte das eine mit dem anderen zusammenhängen? Wenn eine Theorie versucht, ein so komplexes Verhalten wie das des Menschen monokausal zu erklären, ist man sehr berechtigt, Verdacht zu hegen. Im Fall der Liebe versuchen evolutionäre Psychologen, die Liebe als Brutpflegeinstinkt aus der Sexualität abzuleiten. Wenn das richtig wäre, würde das bedeuten, dass Paare, solange die Kinder klein sind, notwendigerweise aus biologischen Gründen einander treu wären. Davon kann bekanntermaßen nicht die Rede sein. Die Liebe speist sich aus ganz anderen Quellen als die Sexualität und kann nicht aus ihr abgeleitet werden. Das ist die Kernthese des Buches. Weil es die Liebe einfach macht. Und weil es sehr einfach populär darstellbar ist. Und auch immer etwas Humoristisches hat. Es macht Mann und Frau zu zwei völlig verschiedenen Tierarten mit unterschiedlichen evolutionären Strategien. Solche Theorien können sehr zum Gelingen eines unterhaltsamen Abends beitragen. Aber wohl vor allen Dingen deswegen, weil sie häufig unfreiwillig kabarettistisch sind. Wir geraten sehr schnell in Geschlechterstereotype, wenn wir das machen. Und bei einem genauen Blick darauf fällt uns auch auf, dass so wie wir heute in Amerika oder in Westeuropa leben, die logische Folge sein soll vom Verhalten unserer Vorfahren in der Savanne. Gehen wir aber in andere Kulturen oder in andere Geschichten zurück, begegnen uns viele ganz andere Rollenmuster. Und daran kann man die Engstirnigkeit dieser Erklärungsmodelle sehr schön sehen.